Und damit willkommen zurück zu Super Fancy Pants Adventures. Mal sehen, sollen wir was upgraden? Na egal, ich verstärke mich hier mal ein bisschen. Denn es kommt ja bald der Endboss und das soll nicht allzu lange dauern. Gar nicht allzu lange, sage ich deswegen, weil er ist nicht besonders schwer. Aber die Leber höre ich jetzt nicht, das muss nicht sein. So schwer ist er jetzt nicht. Gehe hier überall Plattform und direkt in die Tinte geflogen. Genau. Das muss ja passieren. Ansonsten, ja, es ist traditionell so, dass ich immer direkt am Anfang eines Parts irgendwo runterfalle. Es muss also sein. Okay, was bietet denn dieser Bonusraum hier? Hier nach oben schießende Tinte, nichts Besonderes. Man braucht halt ein bisschen Speed und geschafft. Hier eine schwarze Hose. Ja, genau wie die weiße Hose, nicht spektakulär, deshalb werde ich das jetzt wieder aussehen. Und was ist das denn für eine Hose hier? Hatte ich die schon mal an, diesem Let's Play hier? Ich meine mich nicht erinnern zu können, aber ich glaube schon. Nee, ich habe es ja irgendwann eingesammelt, von daher muss ich die ja getragen haben. A fight! Aber für den Tintenmann, hätte man die Zähne aus der Fresse schlagen kann. Bam! Los, kapiert alle, habt ihr keine Chance. Selbst der größte Noob könnte diese Viecher besiegen. Okay. Vielleicht bin ich auch der größte Noob, denn ich bin hier schon wieder drin gelandet. Oh Mann. Na, ihr blöden Viecher. Ich kann euch killen. Ein Kugelschreiber. Ja, dem Spiel ist man ziemlich überpowered. So, jetzt die bewegende Stange. Ist, glaube ich, auch etwas Neues, aber sollte jetzt niemanden wirklich groß fordern. So, jetzt bewegen sich auch noch die Plattform ziemlich stark. Okay, das ist echt bescheuert. Wie kratze ich denn jetzt hier ab? Oh Mann. Moment, war ich hier schon bei diesen Viechern? Los, geht drauf. Aus euch mache ich Tintenauflauf. Ja, aber ich glaube, das schmeckt nicht. Oh nein, davon krepiert man höchstwahrscheinlich dann später. Los. Yes. Ah, der hat mir sogar. Ich glaube, der hat mir sogar geholfen, denn jetzt bin ich wieder auf der Plattform gelandet. Und wie man sieht, man kann die Tinte sogar berühren. Man darf nicht ganz tief rein. Man darf quasi einfach nicht runterfallen. So, jetzt wird die Musik noch einiges rockiger. Ich sehe jetzt auch leichte Finalstimmung. Weil das hier ist quasi der letzte bzw. vorletzte Level. Unser Level ist in zwei kleinere Level eingeteilt. Aber der zweite von den kleineren Leveln, der ist selber extrem klein. Deshalb werden wir jetzt beide Level in Anführungsstrichen hier auch durchzocken. In diesem Part. Das heißt, heute wird der Endboss kommen. Auf jeden Fall. Definitiv. So. Oh Mann. Der lässt sich aber auch so schwer steuern irgendwie. Den hier zu bewegen, da muss ich schon die Taste nach oben so stark wie möglich drücken. Ansonsten geht das nicht. Jetzt geht es irgendwie. Die Steuerung ist nicht so besonders gut. In bestimmten Situationen. Okay, ein Headset. Ja, ich lasse es mal an. Das sieht sehr cool aus. Wenn ich meine Videos aufnehme, habe ich zwar kein Headset, sondern höre alles quasi mit dem Bildschirm, aber es klingt ja trotzdem alles okay, oder? Und aufnehmen tue ich mit meiner Facecam, aber das habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Aber es klingt ja trotzdem gut. Also seid ihr glücklich, wenn ihr meine Videos schauen würdet und ich bin glücklich. Das ist die Welt ja gut. Genau. Na, stirbt. Ganz ehrlich, wenn Dummheit bremsen würde, dann könntet ihr euch die ganze Zeit hier nicht bewegen. Wobei ich eigentlich auch nicht, deshalb sollte das lieber nicht geschehen. So. Was gibt's denn hier wieder? Ja, das war mal wieder ein Fail.
ein Fail für die Quote natürlich. Ist klar, ja. Die ganzen Fails sind nur für die Quote. Das mache ich nicht, weil ich schlecht bin. Doch, natürlich ich nicht. Natürlich, das war volle Absicht. Wenn ich zu wenig fehle, dann ist das Let's Play nicht lustig. Versteht ihr? Genau. Genau, und das ist alles natürlich geleugnet. Ja, los, lauf da hoch. So, es laggt aber auch wieder ein bisschen. Manchen Stellen sind gefühlt nur so 15 FPS. Das finde ich jetzt nicht so prall. Aber ansonsten läuft alles wie geschmiert. Also wie immer. Warum will ich eigentlich einen Glitch nochmal zeigen? Den kennt ihr doch schon. Zumindest ich. Wenn ihr erst jetzt einschaltet, dann werdet ihr den noch nicht kennen. Das ist eigentlich das Verband hier. Wo muss ich mich jetzt hin positionieren, damit ich nicht getroffen werde? Ich muss, glaube ich, langsam vorgehen. Ah, ist aber doch klar. Nach unten oder was? Was? Okay, ich habe dir 100% nicht versprochen. Wenn das jetzt hier die größte Scheiße Gottes wird, dann werde ich das natürlich nicht machen. Oder wohl eher die größte Scheiße Brad Burns, denn er hat das Spiel ja schließlich programmiert. Okay, jetzt läuft's. Und wie es läuft, die Nase läuft. Und ich weiß, der Spruch ist womöglich geklaut. Let's Play Markus. Ja, ich habe mal wieder einen Doppelmittelfinger hoch. Blöden. Schon wieder so knapp. Aber es läuft doch. Los, hier hoch. Jetzt muss es aber klappen. Ich hatte sogar zu viel Schwung. Und jetzt habe ich zu wenig. Oh, genau. Okay, es sieht so aus, als müsste ich schneiden. Also bis dann, Leute. Ein paar Fails später. Und? Boah, Alter. Okay, ist auch wieder so eine bunte Hose. Ich weiß jetzt nicht, was der davon halten soll, aber ich lasse einfach mal an. Sieht eigentlich ganz nice aus. Oh shit. Okay. So, wieder hier hoch. Na, ihr Klatschkasper können echt gar nichts. Zieht ab. Das ist ein Tintenmonster hier. Verarbeite ich gleich zum Tinte. Zum Tintenpatron. Ja. Genau, okay. Was ich damit jetzt sagen wollte, keine Ahnung. Ah, ich habe ein extra Leben erhalten. Ich hätte auch die extra Leben erhöhen können, weil sowas wie extra Leben in Videospielen ist einfach die größte Kacke, die es gibt. Aber ich lasse es jetzt. Ich lasse das einfach so, denn ich habe eh mehr als genug, also ist das quasi einfach nur unnötig. So, was gibt es denn hier wieder? Ich muss die Felder ausfüllen, alles klar. So, es gibt jetzt aber richtige und falsche Felder, oder? Ja. Wenn ich falsche Felder ausfülle, dann scheiße ich damit nur an den eigenen Kopf. Oh mein Gott, meine Sprüche mal wieder. So. Das kann mir jetzt aber eigentlich, glaube ich, nicht so schaden, bestimmte Felder auszufüllen. Moment, hat das gerade in der Luft geschwebt, das hier? Oder war das schon die ganze Zeit ausgedrückt? Wäre jetzt nicht strange, wenn das in der Luft geschwebt hätte. Was sagt man, wenn geschwebt für. Egal. Okay, okay. Moment, das erinnert mich doch an so einen Hintergrund. Ich glaube, sowas werde ich auch demnächst für die Thumbnails verwenden. Wie nennt man denn das? Ist hier noch irgendwas? Ja, kann ich durchrollen. Kann man doch übrigens nicht mehr zurück, egal was man macht. Auch wenn man hier von ganz oben rollt, funktioniert nicht. So. Oh, da oben. Muss ich da lang oder ist das ein optionaler Weg? Ich glaube, da muss ich lang. Oh ja, jetzt geht's hier richtig ab. Mal wieder die rockige, aggressive Musik.
Bin auch übrigens gerade dabei, mir richtig viel Musik für meine Videos herunterzuladen. Das Minecraft Let's Play ist da sicher nicht das letzte. Es kommen noch weitere Minecraft Let's Plays und dafür brauche ich dann eben auch passende Musik. Ich habe sogar schon eine zweite Staffel von Minecraft geplant. Es ist kein Scherz. Mir ist anscheinend wirklich nicht mehr zu helfen, aber es macht trotzdem ziemlich viel Spaß. Und die zweite Staffel wird dann auf der Minecraft-Version 1.7.10 stattfinden, denn da gibt es so ziemlich die meisten Mods. Und es gibt auch viele dumme Mods, die noch nicht von einem gewissen Minecraft-YouTuber Let's Play wurden. Die Rede ist von Lekoba. So. Mal wieder sehr easy, weil ich ja viele skippen kann. Um wieder diese Kugel nicht auch einfach nur wild loszuschlagen. Ist hier irgendwie aus wie so ein Bandit jetzt hier. Wie so ein Räuber, der sein Gesicht zensieren möchte. Oder sagen wir einfach direkt verdecken, warum immer. Diese moderne Sprache. Oder ist zensieren eigentlich ein modernes Wort? Eigentlich ja nicht, oder? Keine Ahnung. Aber eigentlich sagt man ja mehr verdecken als zensieren. Soll ich da jetzt wirklich drüber springen? Ich habe das Gefühl, links ist auch noch was links oben. So, schauen wir mal schnell hier nach. Okay, da ist anscheinend nichts. Los, hilf mir rüber. Nein, nein, nein. Aber ich bin trotzdem rechts noch gelandet. Das war auf jeden Fall mal wieder sehr episch und hier kann ich auch einiges skippen. Oh. Ja. So. Und hier sieht man schon, dass einige von diesen Blöcken sind noch nicht fertig gezeichnet. Ja, leichte Gruselstimmung kommt auf. Denn jetzt sieht man hier, dass es alles noch nicht fertig gezeichnet ist. Bald sind wir bei dem Ort, wo hier alles quasi entsteht, wo die Welt fabriziert wird. Und das bedeutet auch beim Endboss. Ja, und jetzt will ich auf die Karte schauen. Dann sieht man hier, der Ort heißt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Alles klar. Aber jetzt beginnt dieser Ort. Und wie es aussieht, ist auch noch ein Bonusraum. Ein kleines Bonusräumchen. Was gibt es denn hier Feines? Ja, wenn es überhaupt was Feines ist. Es muss ja nicht zwingend etwas Gutes sein, das Spaß macht. Es kann ja auch etwas Kotziges sein. Von Kotze, das... okay. Okay, das ist eigentlich relativ easy. Okay, ist ein bisschen zu anspruchslos. Das ist aber, glaube ich, noch nicht der letzte Bonusraum, denn es gab noch einen Bonusraum, an den ich mich erinnern kann, der man etwas richtig Episches bekommen hat. Das heißt, hier irgendwo muss noch ein Bonusraum sein. Vielleicht da links. Jetzt bin ich einfach eingefroren, dieser Animation, weil die nicht weitergeht. Okay, hier ist es schon mal nicht. Es kann sein, dass wir einen Bonusraum verpasst haben, aber das kann ich mir ehrlich nicht vor. Flashback. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Oh, das war doch irgendwo, ja. Habe ich einen ganz offensichtlichen Bonusraum verpasst. Oh yeah. Oh, bin ich direkt runtergeflogen. Eigentlich müsste jetzt nämlich eine kleine Cutscene abgespielt werden. Aber stattdessen wird es die ganz verbackte Cutscene abgespielt. Die werde ich aber natürlich später noch einschneiden. So, zack. Das ist nämlich der Endboss. Sieht bisher ziemlich ungefährlich aus. So ein kleiner Tintenklecks hier. Aber der verwandelt sich jetzt noch in eine finstere, haarige Gestalt. Boah, geht's im Futter, Alter. Oder sagt ihr die Haare mit meinem Jugels Raber abscheren oder was? Was mach ich jetzt mal hier? Ja, der ist ein kleines bisschen größer als ich anscheinend. Der sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie eine Kopie von mir. Der ist ziemlich easy. Sollte man aus irgendeinem Grund Probleme haben mit diesem Boss, dann kann man ihn auch abschießen hier. Ja, dann nimmt er durch nicht nur Schaden, sondern kann sich auch kaum noch bewegen. Also er ist ziemlich gelähmt dadurch. Solange ich natürlich schieße, ansonsten nicht. Ja, aber jetzt habe ich momentan wenig Leben. So, ich kann ja auch sogar die Geschosse mit
zerstören. Das heißt, das ist wirklich ein bisschen overpowered. Bäm, zack, gebannt, Alter. Das Witzige ist, Moment, jetzt läuft er wieder zusammen. Jetzt läuft er wieder ein. Jetzt versucht er mich nämlich zu schnappen. Da kann man ein kleines Minispiel draus machen. So hier. Da versucht er mich zu schnappen. Komm mich doch. Ja, und das könnte jetzt noch so die nächsten 10 Stunden weitergehen, aber ich würde in diesem Let's Play noch was anderes machen, als dumm durch die Gegend zu springen. Deshalb lasse ich mich jetzt einfach erwischen. Zack. Ja. Und man sieht schon, dort ist ein Loch. Und da können wir jetzt rein und dann ist das Spiel vorbei. Das war jetzt, by the way, glaube ich, Bradborns Wohnung. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht war es auch einfach ein Bild aus dem Internet. Wer weiß. To be continued. Ja, Fortsetzung folgt. Und jetzt werde ich erstmal die richtige Cutscene einblenden, wie sie sein sollte. Und dann werde ich nochmal den Bonusraum zeigen, den ich nicht gezeigt habe. Also, bis dann. Ja, so sieht die eigentliche Cutscene aus. Kommt ihm von hinten eine ziemlich würde Hand und die stürzt ihn dann hier runter. Und dann taucht noch so eine ziemlich verrückte Musik auf. Also das war's auf jeden Fall mit dieser Geschichte hier. Und ja, dann zeige ich noch den versteckten Bonusraum, der eigentlich überhaupt nicht versteckt ist, aber ich zu blind war, den zu sehen. Bis dann. Diesen Kandidaten an einem Bonusraum meinte ich nämlich damit. Ich muss jetzt quer durch die Schlangenstadt-Ebenen flitzen. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Und wie zeitig konnte ich Honk das hier übersehen? Oh Mann. Mal sehen, ist das. Moment, das. Hey, das ist ein Hut? Okay, wie es aussieht, habe ich noch einiges übersehen. Sieht aus, als müsste ich das im nächsten Part, was eben Zusatzpart nachholen. Es dauert noch ein bisschen, bis dann auch der Glitch-Zusammenschnitt quasi hochgeladen wird. Nämlich dort, wo ich dann die ganzen Glitches vorstelle oder zumindest die, die mir geläufig sind. So, dann ist eine richtig bescheuerte Lampe auf dem Kopf. Ja, jetzt sehen wir richtig aus wie so ein Depp. Oh. Vor allem, wir können im Prinzip noch nicht mal was sehen. Okay, das war's auf jeden Fall jetzt mit diesem Video. Ich habe eigentlich alles nachgeholt, was mir bekannt ist, aber anscheinend noch was verpasst. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen.
Bis dann und ciao. Euer Jono.